Hallo und willkommen hier bei eurer Multiplayer-Bande. Heute eine kleine Runde StarCraft 1, 1 vs 1, 1 ZVZ gegen den Black Koala oder Black Koala. Schauen wir mal, ZVZ, weil ich meins mag ich gar nicht. Vor allem wenn so Linge kommen. Ah, ich werde gleich Roaches rushen, wenn ich schaffe. Wir spielen One Base Roach. Was soll's. Wir probieren es einfach mal. Wir rushen also nicht Bombays, aber wir rushen auf Roaches. Und dann sehen wir weiter. So, du kannst dahin, ihr könnt ins Gras. Du nimmst den Pool. Und dann als nächstes die Echse. Scout wird nicht kommen. Ich denke mal, da werden auch nur die Overlords kommen. Also können ja theoretisch ein paar Linge dann bauen und ein bisschen harassen. Wenn es klappt. Ich denke mal nicht, dass es klappt, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So. Nehmen wir die Echse. Ja, ich sehe noch nichts vom Gegner. Jetzt sehe ich den Overlord. Okay. Das ist genauso zeitig wie meiner losgeflogen. Alles schick. Er wird die Exe schon haben, er wird Exe Plus gespielt haben, denke ich mal. Auch wenn ich nicht gescoutet habe bei der Riesen-Map, müsste man eigentlich so spielen. So, und dann Game of Roaches. Und am besten dann Roaches mit Speed. Link Speed nehme ich jetzt einfach mal nicht mit. Den möchte ich nicht haben. Queen als nächstes dazu. Oh, Queen dauert noch weiter. Was war das? Ne, war nichts. Alles schick. So. Mal ein paar Linge und dann auf jeden Fall die Roaches. Roaches kommen. Könnten wir jetzt schon bauen, aber brauchen noch ein bisschen mehr Echo. Und du fliegst lieber mal da so lang. So, Linge, ihr könnt scouten. Dann können wir hier hochtecken. Und dann holen wir noch die Speed dazu und dann geht's los eigentlich. Nein, er macht einen Push, wie es aussieht. Ja, da kommt ein Push. Und der wird jetzt auch losgehen und ich bin so bei Block. Und ich sagen GG. Das werde ich nie mehr halten können. Der müsste gleich da sein. So, ich kann höchstens noch ein paar Vorkohle setzen. Warum kommt der nicht? Will der Bailinge bauen oder was wartet denn er? Ich brauche auf jeden Fall Vorkohle. Ihr fight ist schlecht. Aber er fightet auch nicht so toll. Aber er hat, wie gesagt, Dinge, es ist zu viel dann. Hm, ich brauche mehr Druck hin. Ich habe verteidigt bekommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und er hat jetzt Drohnen gebaut.
Und ich habe viel zu viel Gas. Ich hätte doch nur ein Gas spielen brauchen. Und ich brauche das Speed dazu. Und muss jetzt auch hochdrohen. Das ist schlecht. Kam zum richtigen Zeitpunkt. Ein paar Sekündchen später hätte ich ein paar mehr Roaches gehabt. Das hätte gereicht. Nimmt die dritte. Weil weiß er erst vorne. Aber ich muss jetzt drohen. Ich kann nichts. Wenn ich jetzt nicht drohen, habe ich eh verloren. Ich sehe vorbei, denke ich mal. Mit dem war gleich nicht rüberrennen brauchen. Ich kann halt nur auf Speed warten. Ich müsste noch viel mehr Roaches haben, aber das reicht nicht. Das wird nicht reichen und ich denke mal, er geht auf Muten. Denn wie gesagt, er hat ja meine Roaches gesehen. Und diesen Speed durch noch nicht. Ich könnte jetzt noch ein Gramm erforschen und das andere, aber das dauert ja viel zu lang. So, jetzt haben wir Speed. Er macht dann halt bestimmt einen Run bei, wenn ich drinne bin. Das heißt, ich müsste doch mal ein Gramm erforschen, dass ich meine Drohne saven kann. Ja, wir gucken einfach mal vor. Den Rest habe ich zu Hause. Ja, war so klar. So, alle hier rein. Wir müssen jetzt Push machen. Hilft ja alles nichts. Denn es ist eigentlich schon vorbei. ZVZ, das mag ich immer gar nicht, ey. Ich weiß nicht. Kann man nur Ling Bailing spielen, sonst ist man raus. Und das will ich aber eigentlich nicht. Mineralien Metamorphose abgeschlossen. Ja, das... Ja, das schon genauso wie ich. Ja, mit Sicherheit. Und Upgrades, Alter. GG. GG. Kann ich rausgehen. Dann habe ich schön verloren. Hätte ich doch nicht gleich auf Dings gehen dürfen. Was war er? Er wurde noch gar nicht gerankt, ne? Ja. Sonst dir 2. Was? Bronze 3? Hm? Wer ist Bronze 3? Er. Gegnerzuwertung. Bronze 3. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, wer weiß. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt. Bis dahin. Tschüss. Und da sind wir auch schon in der Endcard. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer nichts verpassen will, kann natürlich wie immer kostenlos unten links abonnieren. Dann findet ihr oben rechts den StarCraft-Projekten und ein anderes unserer Projekte. Dann schaut noch morgen wieder ein und tschüss, eure Rudi Bermande.